Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. So, wie letztes Mal angekündigt, Schwierigkeitsgrad steht jetzt auf leicht. Und wir fangen nochmal da an, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren. Wir gehen nämlich jetzt erst in die Technikabteilung. Bauen, kaufen. Schalenrüstung herstellen, zwei Stück. Ja. Zwei Stück. Dann gehen wir hier wieder raus. Und fangen hier an. Die Cutscene kennen wir schon. Neues Forschungsprojekt. Die Schaffung dieser Kristalle. Ja, ja. Eine organische Maschine mit komplexen kommunikativen Fähigkeiten. Wir könnten Jahre damit verbringen, das zu untersuchen. Präzisionslaser. Schwere Laser. Ich kann mir nur vorstellen, was die Aliens in einer Untergrundanlage tun könnten. Ja, ja. Scannen wir nochmal nach Aktivitäten. Seit kurzem erreicht. Auch das kennen wir schon. Aliens terrorisieren Tijuana. Okay. Soldat 5 plus 3. 5 plus 1. 5 plus 1. 3 plus 1 plus 1. Gut, dann schnappen wir uns erstmal unseren Soldat Volkov und bepacken den mit einer Schalenrüstung. Ja, ja, den Schmaffo kennen wir ja schon. Bewaffnung außerdem, Pistole, das. Du solltest lieber unser Distanzfuzzi bleiben. Also bleibst unser Distanzfuzzi. Dann schnappt uns noch den Herrn Smirnov. Schalenrüstung. Wird wohl Sturmgewehr bleiben. Kriegst du einen Pulsbogen. Vielleicht können wir eins von diesen anderen Viechern mitnehmen. Nanofaser. Nanofaser. Du bekommst eine Nanofaser. Smirnov hat den Pulsbogen. Du hast eine Nano. Ich glaube, dir würde ich fast eher 5 plus 6 5 plus 4 nee, nicht Pulsbogen. Medkit meine ich. So, das mitgeben. Und los. Transporter ist eingetroffen. So, mal schauen, wie wir uns diesmal anstellen. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Ja, ja, den Schmaffu kennen wir ja auch schon. Komm. Wir haben Einsatz starten. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte okay, bestätigen. Layout ist diesmal bestätigt, definitiv Big anders. Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Du bist unser Scharfschütze. Dann bunkern wir dich auf jeden Fall hier hinten. Hernandez stellen wir noch dort. Peres in die Ecke. Smirnov ist unser anderer schwer gepanzerter. Du kommst auf das Gebäude. Du deckst sie mit. Und du kommst hier rüber. So, Zug beendet. Da sind diese zwei Viecher. Das widerspricht allen Verhaltensmustern, die wir bisher bei den Aliens ausgekundschaftet hatten. Diese Spezies ist völlig anders. Anscheinend haben sie eines von jeder Sorte. Okay. Das fängt ja schon mal nicht so mega an.
bis zu 4 Schaden. Dann feuerst du. Das sind 2. Du bist der mit dem Pulsbogen? Ja, gut. Gut, dann feuerst du. Das sind 3. Wenn du triffst, daneben, verdammt. Vielleicht triffst ja du. Denn wenn einer von den beiden trifft, ich schick dich nach dort. Wenn einer von den beiden jetzt noch treffen sollte. Yes! Wieso kannst du den nicht betäuben? Das ärgert mich. Gut. Schalte ihn aus. Wehe, du triffst mich. Feind ausgeschaltet. Okay, nice. Und Volkov. Lassen wir erstmal da hinten. Okay, dann beenden wir unseren Zug. Der killt den da oben? Nee. Doch. Die 2. Einer glitscht durchs Dach. Ah, okay, er schießt doch wieder. 5 Schaden, alter Falter. Okay. Du kannst auf den schießen. Dann schießt du auf den. Nice. So, einen haben wir ausgeschaltet. Dich switchen wir auf normale Waffen. Schicken dich wieder hier rüber. Fernandes switchen wir auch wieder auf eine normale Waffe. Und machen dich zum Feldposten. Moshodi, ich wollte gerade sagen Moshi Moshi. Moshodi kann erst die Person retten. Und sich dann dort in Sicherheit bringen. Mr. Smirnoff kann sich auf die andere Seite davon stellen. So, dann haben wir jetzt noch Moshodi. Machen wir zu einem Feldposten. Ipsis, das wollte ich nicht. Dich feldpostenen wir. So. Es mag unwissenschaftlich klingen, aber der Biss hat ihn anscheinend in einen Zombie verwandelt. Toll, beide daneben, ehrlich? Ja, der saß, sehr gut. Okay, was macht der Zombie? Nichts, der steht da. Shit, das wird ein zweiter Zombie. Flatsch. Okay, Zombie ist da drinne. Noch 2 von den Roboterviechern. Sie rücken vor. Waffe ist entsichert. Grusel, 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 Grusel. Ja gut, bleibt ihr da ruhig stehen, finde ich okay. Der läuft weg. Du, welchen hast du? Du hast den im Blick. Dann darfst du auf ihn schießen. Nice, 4.
Der ging daneben, verdammt. Okay, du schießt auf den, das sind zwar nur 65, aber der ist ungedeckt. X-ray neutralisiert. Nice. Du schießt auf ihn. Nice. Damit bleibt einerseits noch sie. Sie müsste das von hier aus können. Cool. Du hast einen Blick ihn und ihn. Den Zombie kriegen wir vermutlich nicht ausgeschaltet, aber wir kriegen ihn vielleicht zumindest fast kaputt. Es sei denn, man trifft nicht. So, dann feldpostenen wir den Kollegen hier noch. Und dann gucken wir, was jetzt weiter passiert. Nächster Zombie, das ist schon mal Mist. Okay. Der killt jetzt den da hinten. Natürlich. Noch ein Zombie. Okay. Der geht vermutlich auch nach da draußen. Ja. Das ist der letzte Schweber. Sie haben mich flankiert. Sterben kann der nicht. Okay. Dann feuerst du auf den. Sehr gut. Erster Zombie tot. Moshodi hat noch keinen im Ziel. Nehmen wir den Kollegen hier und killen ihn. Leider daneben, verdammt. Prozent Trefferchance. Sieht hier aus, 49. Ich muss ihn töten, sonst ist die Gefahr zu groß. Wirklich, dass er meinen Fuzzi killt. So, dann haben wir noch sie. Wahrscheinlich hier die Chance zu treffen. Ja. Sehr gut. Zombie verletzt. Ich hab trocken geballert. So, und was vermutlich noch eine machbare Sache wäre, wäre ihn einen Schritt vorzuschicken. Nee, leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Gut, dann wechseln wir dich auf das. Und schicken ihn hier hinter. Und wir haben noch Agoda oder AO. Nee, Agoda. Agoda, Agoda. Ist das da? 55. Sehr gut. Das hier ist ausgeschaltet. Lebt nur noch ein Zombie eigentlich. Soweit zumindest aktuell sichtbar. Leben vermutlich noch Schweber. Shit. Der attackiert. Er versucht es zumindest. Okay. Dann ist noch der andere Zombie. Okay, erst den direkt bei Agoda. Wenn der tot ist. Verdammt. Ja, das war klar, dass der stirbt. Der schiebt natürlich Panik. Ich glaube es nicht. Na toll, dann schieb du mal deine Panik. Dann feuer ich mit dir. Auf den. 8 Punkte, kritisch, sehr gut. Mit dir feuer ich auf ihn. 3 Punkte. Ich habe keine Kugeln mehr. Mit ihr kann ich vermutlich, naja gut, ihn vielleicht nicht ausschalten, aber nah dran. Gucken wir mal, wie wir die Splittergranate werfen. Upsi, können. Das müsste den Fuzzi erwischen, aber nicht sie. Verursacht 3 Schaden versus 4. Andererseits 3 Schaden definitiv.
Moment, haben wir noch. Wir haben noch Moshodi. Moshodi hat aber keine Munition mehr. Okay, er muss Moshodi umrüsten auf die Pistole. Wir müssen erst den ausschalten. Sehr gut. 84. Da können wir jetzt eigentlich auch auf die Pistole wechseln. Ne, wisst ihr was? Schicken sie erst dorthin. Je näher dran, desto gut. 93% Trefferchance. Verfehlt. Okay, jetzt noch der. Der kommt uns jetzt wahrscheinlich zu nahe. Okay, er braucht beide Züge, um sich zu bewegen. Daneben, gut. Okay. Dann feuerst du jetzt erstmal Scharfschützenmodus auf den da. Sehr gut. Der ist tot. So, kriegst du den ausgeschaltet. 66% Chance. ...100% Chance, ja. Okay. Hopp, 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 hopp. Yeah. Wow, und damit haben wir das geschafft. Das war trotzdem nicht ganz einfach, aber ey, immerhin. So, dann konnte ich die Cutscene leider gerade nicht überspringen. Rückflug zu unserer Basis. Tata. Die Cutscene können wir überspringen. So. Artyom Smirnov ist leider gefallen. Aber der Rest lebt noch. Oh, neue Forschung, Autopsie. Okay. Die Panik hat sich in ganz Nordamerika gelegt. Yeah. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Okay. Ich verstehe es nur nicht. Warum setzen Sie so hochentwickelte Technologie gegen Zivilisten ein? Checken wir unsere Forschung. Schwere Laser braucht noch 3 Tage. Okay, so lange können wir warten. Dann würde ich nochmal hier hochspringen. Mal nach Aktivität scannen. Na, was kommt jetzt? Ah, unser Kraftwerk ist fertig. Nice. Stromgenerator bereit. Gut. Ja, das können wir ausliefern. Wir müssten außerdem... Irgendwie muss es möglich sein, in diese Basis zu gelangen. Ich frage mich, was Dr. Shen plant. Ratsaufträge haben wir keine. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Hiervon können wir soweit eigentlich kaum was verkaufen. Schade. USA und... Japan hat Panik. Forschung. Nee, ich habe eine Idee, wie wir in die Anlage der Aliens gelangen könnten. Auf Ihren Befehl beginne ich umgehend mit der Herstellung des Schlüssels. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Zusätzliches Satellitenkontrollzentrum, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Technikabteilung. Unsere schlimmsten Befürchtungen könnten wahr werden. Es geht Ihnen nicht nur um Entführungen. Sie planen etwas anderes. Okay, das wird ein Aufzug. Strom genug haben wir inzwischen. Was gibt's hier? Nichts Interessantes. Wir könnten in der Theorie noch Geld verbrauchen, um mehr Schalenrüstung zu machen, aber auch dafür reicht das Geld nicht so richtig. Kaserne, Soldaten... Fähigkeiten.
wollen definitiv das. So, dann können wir ihn noch upgraden. Ihn können wir upgraden. Und ihn können wir upgraden. Dann fehlt nur noch sie hier. So, der Krian ist am nächsten Tag endlich wieder verfügbar. Der Giacomo auch. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, dann haben wir das. Haben wir hier. Bei jeder Beförderung einen höheren Bonus auf die Willenskraft. Major, Colonel, Major. Okay, das sollten wir irgendwie hinkriegen. Gut. Dann Lagezentrum. Okay. Dann ab hierhin. Können wir einmal scannen. Forschung abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Schwere Laser. Neues Projekt. Okay. Wir wollen die Chrysaliden-Autopsie. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen an der Front, einschließlich einiger sehr bizarrer, traumatisierender Fälle von Geburten seiner Jungen, bezeichnen wir dieses Exemplar als Chrysalid. Das war ja jetzt richtig, richtig hilfreich. Unglaublich. Technikabteilung bauen, kaufen. Okay, wir können zwei Stück davon herstellen. Schönes Bild. Das war ja ein niedlicher, dicker Alien-Fuzzi. Okay. Davon kann ich nur eine herstellen, das wäre doof. Gut, noch mal kurz in die Kaserne, Soldaten anzeigen. Scharfschütze, Scharfschütze. Und dann nehme ich doch mal den Herrn Corporal Giacomo. Basisschaden 5, kritischer Schaden 7. Kritische Chance 20, kritische Chance 10. Okay. Support, Support. Checken wir doch nochmal kurz unseren Support. Das normale Sturmgewehr. Du warst allerdings auch irgendwie ein bisschen nutzlos. Egal, gehen wir dir ein Lasergewehr. Könnte witzig werden. Aber du müsstest dann auch wieder einsatzbereit sein für den nächsten Einsatz. Ich glaube fast, wenn ich nochmal hier rüber switche, dass ich doch Tatsache noch so eine Pistole herstelle. Dann in der Kaserne, bei den Soldaten, bei Krian. Basisschaden 2, kritischer Schaden 3. Basisschaden 1, kritischer Schaden 1. Boop. Ihm das verpasse anstatt Scope. Gib ich dir eine Nano. Rüstung, kriegst du eine Schalenrüstung. Oder? Scope war plus 10 auf Zielsicherheit. Ja doch.
7 plus 4, 7 plus 6. Dann verzichte ich lieber auf die 10 Zielsicherheit, weil selbst 88 ist schon ziemlich hoch. Und verpasse ihm dafür lieber nochmal zusätzlichen Schutz. Okay. Dann sind wir jetzt soweit eigentlich für die nächste Episode gefeit und für den nächsten Einsatz. Okay, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Wenn dem denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken, unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade, bye Leute.